Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lego Star Wars Episode 3. Und wir machen das finale Kapitel, Kapitel 6. Wir spielen das finale Kapitel. Und wir hatten ja im letzten Part gesehen, dass Anakin zur dunklen Seite der Macht gewechselt hat anscheinend. Und wir schauen jetzt mal, ob das wirklich so ist und ob wir das noch verhindern können. Kapitel 6, Darth Vader. Wer die Filme kennt, weiß, wer es ist. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob das in diesem Part schon das Finale wird oder erst im nächsten. Kommt drauf an, wie lang das Kapitel jetzt ist. Schauen wir mal. Anakin Skywalker, der einstige Podracing-Champion von Tatooine und Obi-Wan Kenobis Padawan, hat seinen geheimen Gefühlen nachgegeben und ist der dunklen Seite verfallen. Ich hab's geahnt. Seine Frau Padme eilt auf den Vulkanplaneten Mustafar, um Anakin von seinem dunklen Weg abzubringen. Sie ahnt nicht, dass sich Anakins ehemaliger Meister Obi-Wan an Bord ihres Schiffes versteckt. Okay, wir reisen also als blinder Passagier. Ja, das geht ja schon richtig gut los. Wow, 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 wow. Okay. Irgendwas sagt mir, ich sollte Anakin folgen. Wenn ich wenigstens sehen würde, wo ich hinrenne, ne? Das wäre ja schon mal ein Vorteil für mich. Aber irgendwie sehe ich so ziemlich gar nicht, wo ich hinlaufe. Ich war fast da. Aber auch bloß fast, glaube ich. Ich komme hier einfach nicht. Ich sehe einfach nicht, wo ich hinlaufe, ne? Das ist furchtbar. Ja, jetzt macht er den Doppelsprung wieder nicht. Ach Mensch. Leute, macht mir das doch nicht so schwer hier. Huah! Oh. Da war ich schon drüber und dann kommt noch so eine Scheiße, ey. Mann. Oh, ich mag gerade echt nicht mehr. Na, Gott sei Dank. Huah. Ey, das war blöd jetzt gemacht, ne? Mit der Kameraführung. Okay, ich mache jetzt was mit den Dingern. Irgendwie beiseite räumen, ne? Geh erstmal da runter. So, 58 Sekunden, um zu wissen, was ich hier machen muss. Na, das ist ja vielleicht jetzt mal geil, ne? Okay. Oh. Ey, das war jetzt aber gemein. Ja, nice. Aua. Nice auf dem Hintern gelandet. Fuck! Mhm.
Jo, geil. Und was nu? Hä? Aha, verstehe. Nein, 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 nein. Oh. Boah, ey, das ist eine Kacke, ne? Das ist vielleicht eine Kacke. Ja. Hä? Ich verstehe den Level gerade überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Keine Ahnung, was das hier soll. Was ich hier überhaupt machen soll. Hä? Da ist doch kein Schalter, nichts, oder? Okay. Okay, hier kommt eine Plattform oder irgendwas. Oh Gott, denn das wird jetzt der finale Kampf, oder was? Ah! Ja, warum rutscht er denn ab hier? Wow, 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 wow. Ich sehe gerade überhaupt nichts. Wow, 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 wow. Okay, dann nehmen wir den Weg. Der sieht mir wesentlich sicherer aus. Als der vorhergehende war. Nicht abrutschen. Nicht abrutschen. Puh. Okay, jetzt müssen wir Anakin besiegen. Immer schön ausweichen. Und zack. Und zack. Und zack. Aua. Und zack. Und zack. Und zack. So. Die Technik funktioniert eigentlich ganz gut. Yay. Das war eng. Wir hatten nur noch ein Herz. Puh. Wir hatten nur noch ein Herz, ja, und damit haben wir den Level schon abgeschlossen. Er war doch kürzer, als ich dachte. Auch wenn ich am Anfang gleich mal nicht wusste, was ich hier eigentlich machen soll. Episode 3 gemeistert. Wahre Jedi haben wir auch erreicht. Und damit sind wir am Ende von Episode 3. Anakin Skywalker verbrennt jetzt in der Lava. Als Darth Vader. Und ja. Wird dann aber gerettet. Und was mit ihm weiter passiert, das sehen wir dann in Episode 4. Wir beenden die Story. Jetzt müssten eigentlich die Credits kommen, glaube ich. Ja, scheint so. Achso, nee, doch nicht. Das war meine Geburt, ne? Ah ja. Lord Sidious nimmt ihn also mit.
Und er wird zu Darth Vader, wie wir ihn aus den Filmen kennen. Sehr schön, okay. Nice. Dann haben wir also jetzt unseren Darth Vader. Und jetzt kommen die Credits. Und die beiden Babys, die ihr gesehen habt, waren natürlich Luke und Leia, die wir dann in der nächsten Episode kennenlernen werden. Und ja, die Credits lasse ich jetzt nicht durchlaufen. Ich fand die ersten drei Episoden zwar etwas mager erzählt, aber doch ganz gut. Wer die Filme gesehen hat, hat es auch verstanden. Wer die Filme natürlich nicht gesehen hat, der hat jetzt einige Wissenslücken. Aber gut, sei es drum. Wir sehen uns dann zu Episode 4. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bis dahin, tschüss.